Heute werden wir Ihnen eine weitere Neuheit auf der Insel Phuket vorstellen. Dies ist ebenfalls ein 4-Sterne-Hotel, das sich jedoch diesmal am Patong Beach befindet. Es ist das Diwana Plaza Patong. Lassen Sie uns gemeinsam diese Neuheit für Touristen erkunden. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video mit Ihren Freunden zu teilen. Jede Woche erzählen wir Ihnen von Hotels und Resorts auf der ganzen Welt, um Ihnen die Planung Ihres Traumurlaubs zu erleichtern. Das Hotel wurde im Jahr 2007 erbaut, stand aber lange Zeit während der weltweiten Epidemie geschlossen und wurde nach Renovierungsarbeiten im Jahr 2023 wieder eröffnet. Es liegt an der zweiten Reihe des Patong Beach, aber es dauert nur etwa 10 Minuten zu Fuß zum Meer. Die Umgebung bietet eine reichhaltige Infrastruktur. Cafés, Bars, Restaurants, Massagesalons, Apotheken, Wechselstuben, Auto- und Motorradvermietungen. Zu Fuß sind es 15 Minuten zur Bangla Road, 20 Minuten zum Banzan Night Market und 15 Minuten zum Einkaufszentrum Yung Ceylon. Bei der Anreise ist eine Kaution von 3000 Baht oder der entsprechende Betrag in Dollar oder Euro erforderlich. Das Hotel verfügt über eine sehr schöne und recht große Anlage. Es gibt ein Fitnessstudio für Gäste ab 16 Jahren, einen Kinderpool mit Wasserrutsche, einen offenen Spielplatz für Kinder ohne Überdachung und einen überdachten Spielbereich für Kinder. Es gibt einen Hauptpool mit Rutsche, Liegestühlen und Sonnenschirmen, neben dem sich eine Bar mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken befindet. Ein Whirlpool im Freien ist ebenfalls ein angenehmer Ort zum Entspannen. Das Hauptrestaurant Phuket Café bietet nur Frühstück in Buffetform an. Wenn weniger Gäste da sind, wird das Frühstück im à la carte Restaurant, Terrasse Bar und Bistro serviert, das zum Mittag- und Abendessen thailändische und europäische Gerichte à la carte anbietet. Im Hotel gibt es ein eigenes orientaler Spa-Center, das allen interessierten Gästen Schönheits- und Entspannungsbehandlungen bietet. In der Lobbybereich befindet sich ein Starbucks-Coffeeshop. Insgesamt sind die Eindrücke vom Hotel positiv. Es ist ein sehr familienfreundliches Hotel, in dem sich Kinder und Teenager wohlfühlen werden. Für diejenigen, die Ruhe und Einsamkeit suchen, ist es nicht zu empfehlen, da es immer viele Gäste gibt und recht laut ist. Die Zimmer und die Hotelanlage befinden sich in gutem Zustand. Die einzige negative Rückmeldung betraf die eintönigen Frühstücke. Sonst gibt es keine Beschwerden. Während der Hochsaison wird gelegentlich ein kostenloser Shuttle-Service zum Strand angeboten, aber der Fahrplan sollte an der Rezeption überprüft werden. Das Hotel verfügt über insgesamt 3 Gebäude mit 249 Zimmern. Die Zimmer der Kategorie Deluxe haben eine Fläche von 36 Quadratmetern und bieten entweder ein großes Bett oder 2 Einzelbetten. Ein Zustellbett ist gegen Aufpreis erhältlich. Diese Zimmer befinden sich auf den Etagen 2, 3 und 4. Vom Balkon aus hat man einen Blick auf die Hotelanlage und den Pool. Das Badezimmer verfügt über eine Badewanne und eine Duschkabine. Die Family Suite Kategorie bietet mit 44 Quadratmetern bereits einen größeren Raum und ist aufgeteilt in Schlafbereiche für Erwachsene und Kinder. Es gibt ein großes Bett und ein Etagenbett. In dieser Kategorie gibt es keinen Balkon, nur Fenster mit Blick auf die Stadt. Und das Badezimmer hat eine Badewanne und eine Duschkabine. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viele schöne Erlebnisse. Abonnieren Sie den Kanal und teilen Sie dieses Video mit Freunden. Wir veröffentlichen jede Woche Hotelbewertungen.